Zen in der Kunst des. Zen in der Kunst des Teetrinkens, Zen in der Kunst des Malens, Zen in der Kunst des Zeichnens und natürlich Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Das alles ist Zen. Oder auch nicht. In meinem Kurs Zen in der Kunst des Zeichnens geht es darum, um das Loslassen. Hallo, hier ist Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Hier siehst du eine Zeichnung und die Zeichnung entstand unter ganz bestimmten Voraussetzungen, denn es gibt in diesem Vorgehen so ein Thema, dass wir ins Freie gehen und im Freien zeichnen und die Zeichnung nehmen und in das Feuer geben. Also ich habe sie nicht. Ich habe die Zeichnung nur gezeichnet. Also ich besitze sie nicht materiell, nur in meinem Erleben, in meinem Gefühl, in meinen Sinnen. Aber ich werde die Zeichnung danach wieder abgeben. Und warum? Weil ich mich natürlich richtig aus dem Fenster lehnen kann, wenn ich weiß, ich werde es nicht behalten. Das ist ja ein Prinzip wie im echten Leben. Ja, also das letzte Hemd hat ja auch keine Taschen, also und so ist es auch beim Zeichnen. Das heißt, es gibt weit, weit weniger Grenzen, wenn ich so zeichne. Wie ich diese Zeichnung gezeichnet habe, das erfährst du im Video. Bleib dran!
gab oder es gibt, das weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es nur gelesen, in Japan ein Zen-Kloster und die Mönche zeichnen Kirschblüten mit Tusche, Kirschblüten, nehmen die Zeichnung und geben die Zeichnung dann gleich immer in ein Gefäß mit glühender Holzkohle, sodass die Zeichnung verbrennt. Und es geht um das Tun, um das Zeichnen. Es ist eine Meditationsform, dass ich zeichne und es aber nicht besitzen werde. Und das ist natürlich so in unserem westlichen Denken, also so fast schon No-Go-Area, dass ich etwas herstelle, um es nicht zu besitzen. Dass es auch nicht für die Ewigkeit ist, sondern die Konzentration liegt nur auf dem Tun und auf dem Moment und danach übergebe ich es der Vernichtung und das Ganze wird Rauch und es ist weg. Aber es geht natürlich auch um die innere Befreiung des Ganzen. Also wie frei kann ich mich fühlen? Ich kann ja alles tun in diesem Moment. Ich kann alles zeichnen. Ganz egal, ob das eine tolle Zeichnung wird oder ob das eine ganz schlechte Zeichnung wird. In diesem Moment zählt nur das Zeichnen und danach übergebe ich es dem Feuer. Und es hat sowas so von dem Thema, stell dir vor, was möchtest du tun? Also dort ist die Türe, du kannst es durch die Türe gehen und dann ist die Welt genauso, wie du sie dir vorstellst. Wie sollte die Welt jetzt sein? So eine Technik zur Findung, was will ich eigentlich oder wie soll das aussehen, was ich da tun möchte, was ich herstellen möchte. Also wie sollte das sein? Ich gehe durch die Türe und alles ist perfekt. Wie wäre es dann? Und ähnlich ist es, wenn ich natürlich so zeichne. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob das gut oder schlecht ist, sondern das verbrennt ganz einfach. Und mit diesem Wissen, mit dieser Erfahrung, es geht ja hier um eine Erfahrung, dass ich etwas zeichne und ich erlebe das in mir, aber ich werde es nicht behalten und die besten Ideen können dann natürlich kommen, weil ich mich nicht anstrengen muss, sie unglaublich gut auszuformulieren, sondern es ist ganz egal, ich kann Ideen auch nur anreißen, danach sind sie eh weg. Also ich denke dann ganz anders, wenn ich es nicht immer festhalten muss, sondern ich lasse das ganze Ding los. Und ihr kennt es ja, wer was bekommen möchte, wer will, dass man ihm etwas in die Hand legt, muss die Hand öffnen und nicht schließen. Es gibt in Japan ein Kloster und da suchen die Mönche die Erleuchtung durch das Gehen. Zen in der Kunst des Gehens, das gibt es nämlich auch. Und es gibt zum Beispiel den Marathonmann, das ist ein Mönch, und der geht jeden Tag 42 Kilometer und verrichtet dabei aber dann noch seine ganz normalen Mönchspflichten und der muss natürlich auch Wäsche waschen und lauter solche Dinge tun. Ja, Erleuchtung gesucht durch Gehen. Das alles kann Zen sein. Auch zum Beispiel einen Mönch, ich habe ein Interview gehört von diesem Mönch, und der hat mal ein Vierteljahr lang nicht geschlafen. Natürlich muss man irgendwie ein bisschen schlafen, das ist ganz klar. Das ist jetzt ähnlich wie bei so einem Einhandsegler. Ich habe da mal einen gehört und der hat gemeint, wenn man jetzt allein im Boot über das Meer segelt, dann schläft man eigentlich nie wirklich, sondern man schläft so mal 15 Minuten, 10 Minuten, mal wieder 20 Minuten, wo es eben gerade geht. Eugen Herregel, der das Buch schrieb, Zen in der Kunst des Bogenschießens, war Philosophieprofessor. Erzählt das Buch von seinen Erlebnissen und Verwirrungen des Zens und des Bogenschießens. Also alles, was er gemacht hat, der Lehrer war nie wirklich zufrieden mit ihm und er konnte auch nicht mit dem Bogen abschießen und so den Pfeil abschießen, das hat alles nicht so gut funktioniert. Einmal hat er sich eine coole Technik einfallen lassen, geht zum Bogenschießen und schießt dann mit seiner Technik. Dann war sein Zen-Lehrer so von ihm beleidigt und so angewidert, dass er ihm den Bogen weggenommen hat, den Pfeil weggenommen hat und ihm den Rücken gezeigt hat. Also mehr Ablehnung ging nicht mehr. Und er schreibt, er war dann auch ein paar Tage beleidigt, aber dann ging er doch wieder hin, weil irgendwie konnte er es nicht lassen. Er musste es doch wissen, wie es funktioniert. Und dann ging er hin, voller Wut, nimmt den Bogen, nimmt den Pfeil, zack, schießt und dann kommt der Lehrer und sagt ihm, das war's. Und der Herrige sagt, aber ich habe doch nichts gemacht. Ja, aber das ist doch Zen. Also so müsst ihr euch vorstellen, so wird in diesem Buch erzählt. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Neues für unsere westlichen Gehirne. Oder eine andere Geschichte. Ich habe einmal ein Buch gelesen von einem Holländer, der auch ein Jahr lang in einem Zen-Kloster in Japan war. Und er meinte, er bekam dann ein Rätsel vom Abt, also diese sogenannten Koans. Und diese Koans, die haben es für unsere westlichen Hirne echt in sich. Sein Rätsel, das er knacken musste, war, was macht
deine rechte Hand, wenn sie in die linke klatscht, ja, oder umgedreht. Also stell dir mal vor, du sollst jetzt dazu eine Antwort finden. Auf alle Fälle war es bei ihm so, dass er gemeint hat, das Schlimmste war, jeden Morgen, jeder Tag beging damit, dass man zum Abt gehen musste und der Abt fragte nach der Antwort zum Rätsel und er musste immer sagen, tut mir leid, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Also er wusste, glaube ich, bis zum Schluss nicht mehr, schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber es war ganz amüsant zu lesen, so dieses Ja-Kloster in Japan und diese Verwirrungen mit dem Zen, das uns das Hirn verstopfen kann. Vielleicht aber auch nur deswegen, weil wir uns so viele Gedanken machen. Das ist vielleicht asiatisch angegangen, immer was anderes. Der Edward de Bono zum Beispiel, ich weiß nicht, wer den kennt, Edward de Bono, Psychotherapeut aus Malta, und der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem Laterales Denken, das ist so sein Hauptwerk. Und er schreibt immer, wenn er ein Buch geschrieben hat, dann wird es zuerst in Asien meistens ins Japanische übersetzt und erst dann folgen andere Übersetzungen, einfach weil die Denkweise anders ist. Das hier ist übrigens eine Teeurne, also hier liegt nicht mein Großvater, sondern das ist eine Teeurne für Grüntee, denn der grüne Tee sollte nicht in der Blechdose aufbewahrt werden, sondern eben in einem Glasgefäß, und das sieht einfach schicker aus, wenn man so eine Teeurne hat. Aber man könnte auch denken, da ist was anderes drin, das kann ich verstehen. Nur um dieses Geheimnis gleich mal zu lüften. Wie immer an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir einen Daumen, schreib etwas in die Kommentarleiste, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib tough und adios, euer Leo.